Vor kurzem hat der Benzinbruder, der ehemalige, noch ziemlich erfolgreich Unterschriften für einen Hypo-Untersuchungsausschuss gesammelt. Mit seiner Wutrede hat sich der Wutbürger, oder hat er sich den Wutbürger umgehängt, obwohl er sich da inzwischen nicht mehr so sehen will. Aussteiger ist er jedenfalls, Systemkritiker sowieso. Und Roland Thüringer ist nachdenklicher geworden. Auch im dritten Teil einer Trilogie oder Vortragsreihe, wie Thüringer selbst sagt, denkt der Kabarettist wieder laut über das Leben nach. Das Programm Ich allein? Fragezeichen. Hatte heute Abend im Wiener Orpheum Premiere. Wir haben das intelligenteste Gehirn von allen auf diesem Planeten. Das Problem ist nur, dass uns in dieses furchtbar intelligente Gehirn schon relativ früh von den anderen, offenbar um sich zu erleichtern, hineingeschissen wird. Und daher kommt auch der aus der Neurobiologie, glaube ich, bekannte Ausdruck, na, die haben so ah, fest ins Hirn reingeschissen. Und die Betonung liegt eh immer auf ah, fest ins Hirn reingeschissen, weil wir haben es eh auch schon reingeschissen. Das ist verbrüdert. Ja. Das menschliche Denken, Quantenphysik, Religion und überhaupt das ganze Leben an sich. Roland Thüringer holt wieder einmal ordentlich aus. Vor allem aber rüttelt er an festgefahrenen Weltbildern. Die Hoffnung, dass es immer bergauf geht, dass es immer weitergeht, dass es ständiges Wachstum gibt, dass es unsere Kinder mal leichter haben als wir, die schwindet. Und da ist man auf der Suche. Der Mensch begibt sich immer auf die Suche. Ja. Und sobald wir schon ganz, ganz nah beim Glück sind, denk mal, da gibt's vielleicht noch mehr. Schieben wir das da ein Stickel? Da geht noch. Und man ist schon ein bisschen unglücklicher wieder. Weiter sind wir verschoben. Und kaum sind wir da, kleine Verbesserung, ein bisschen geht vielleicht doch noch. Und schon ist man wieder unglücklich. Das Programm Ich allein ist unterhaltsamer Frontalunterricht. Als B-Lehrer sieht sich Thüringer nicht. Nein, also mitgehen will ich wirklich niemandem was. Es ist, um das geht's gar nicht. Ich will über das reden, was mich interessiert. Wenn es mich anderen auch interessiert, freut es mich. Na, dann folgen Sie gleich mal. Was sehen Sie? Dass es sehr viel zum Nachdenken anregt und dass es viel Spaß macht eigentlich. Es ist auf jeden Fall sehr philosophisch. Das mag ich sehr gerne. Ich bin wirklich sehr überrascht. Gratuliere. Es wird noch authentischer eigentlich. Sehr unterhaltend, sehr viele Wahrheiten drinnen. Wunderbar, mir gefällt's gut. Am Anfang wie immer verwirrend, aber es schließt sich dann schon der Kreis. Wer möchte denn schon ein ungezogenes Kind sein? Wer möchte selbst denken, wenn gedacht werden viel bequemer ist?